Mein Name ist Thomas Bergmann. Ich wohne seit 2003 in Michel-Venaden. 2004 habe ich mit anderen zusammen eine Initiative gegründet für den Bau eines Radwegs zwischen hier und Bad Waldsee. Nach 8 Jahren Kämpfen, Diskutieren, mit Politikern sprechen, Demos und Kundgebungen abhalten, war es 2012 endlich soweit. Seitdem gibt es den Radweg, der täglich von vielen Menschen genutzt wird, ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Man sieht, Engagement lohnt sich. Seit 2009 bin ich in Michel-Venaden im Ortschaftsrat. Hier kann ich weiter Verantwortung für andere übernehmen und für die Gemeinschaft helfen, Entscheidungen zu treffen. Vor einigen Jahren haben wir schnelles Internet gemeinsam mit Heisterkirch in die Dörfer gebracht. Alle profitieren davon. Und seit diesem Jahr gibt es in Michel-Venaden einen Dorfladen, genossenschaftlich organisiert. Über 150 Mitglieder tragen diesen Laden. Der Laden ist nicht nur für Sie da, sondern für alle. Auch für die, die solchen Projekten immer kritisch gegenüberstehen. Und für die, die noch hierher ziehen. Man sieht auch hier, Engagement lohnt sich. Als Lehrer am Gymnasium bin ich auch im Arbeitskreis Umwelt seit vielen Jahren aktiv. Es geht immer darum, den Schülern nachhaltiges Denken und nachhaltiges Handeln zu vermitteln. Eine Sache, die wir da besonders vorangetrieben haben, ist die Radabstellanlage hinter mir. Es geht darum, dass die Kinder auf das Elterntaxi verzichten, dafür aber selbst mit dem Fahrrad zur Schule kommen und so aktiv schon etwas für die Umwelt tun. Ein anderes großes Thema, das wir beackern, das ist das Thema Lebensmittelverschwendung. Mit unserer Taste the Waste Aktion, wo wir aussortiertes Obst und Gemüse sammeln und dann als leckeren Pausensnack verarbeiten, sind wir in der Schule seit einigen Jahren ein Renner. Wir haben das inzwischen auch in der Öffentlichkeit mehrfach getan und vor allen Dingen die Schüler, die dabei sind, profitieren von den positiven und bestärkenden Rückmeldungen aus der Bevölkerung. So lernen die Schüler für sich und für andere zum Thema Nachhaltigkeit zu wirken und lernen, dass Genuss nicht da aufhört, wo ein kleiner Fleck oder ein Datum sind. Deswegen ist auch hier für mich der Spruch wichtig: Engagement lohnt sich.